Ja, vielen Dank. Ich muss erstmal ein bisschen gewöhnen. Das ist eine gute Lautstärke im Hintergrund. Vielen Dank, Herrn Gilmann, für die Einladung vom DRI, die ich natürlich sehr gern angenommen habe, da ich auch der Meinung bin, dass sich immer lohnt, naturwissenschaftliche Forschung auch im breiteren Publikum so nah wie möglich zu bringen. Und natürlich auch vielen Dank an Sie, dass Sie trotz des guten Wetters heute hergefunden haben. Ich war ja einer der Letzten, der gekommen ist, aufgrund der Verkehrsmittel. Ich kann nicht sagen, die Sonne ist schon weg inzwischen, wenn Sie hier gekommen sind. Ich möchte mich heute mit dem Begriff des Fremden aus der Sicht des Immunsystems beschäftigen. Und das hat für jeden, der Immunologie studiert hat, eine ganz unmittelbare Bedeutung. Die möchte ich Ihnen noch nahebringen. Und ich fand es einfach sehr interessant, dass dieser Begriff in der Geschichte des Immunsystems und auch noch in der aktuellen Forschung eine sehr wichtige Rolle spielt. Kurz zum Vortrag. Im ersten Teil des Vortrages möchte ich Ihnen etwas über den geschichtlichen Hintergrund erzählen. Wie wissen wir überhaupt über das Immunsystem? Wie sind wir zu unserem heutigen Erkenntnisstand gelangt? Wenn wir das dann uns damit vertraut gemacht haben und uns das nicht mehr fremd ist, werde ich etwas dazu sagen, was ist unser heutiger Erkenntnisstand, wie kommt überhaupt die Idee des Fremden in die Theorie des Immunsystems oder die Beschreibung des Immunsystems. Und im dritten Teil, in etwa gleichgewichtige Teile, werde ich sehr stark über aktuelle Forschung sprechen, das andeuten zumindest, und da ganz verschiedene Gebiete berühren, die also von der Nahrung bis hin zur Partnerwahl, das hatte ich ja schon angekündigt in der kleinen Ankündigung, erreichen. Und es wird uns natürlich auch dazu führen, uns zu fragen, ob Fremdes und Eigenes tatsächlich die richtigen Begriffe in diesem Kontext sind. Und bitte verstehen Sie den Vortrag noch mehr als eine Anregung, über diese Begriffe nachzudenken. Vorweg schicken möchte ich natürlich, dass wenn wir von naturwissenschaftlicher Begriffsbildung sprechen, wir natürlich versuchen, mit zunächst Phänomene, die oft der Alltagswahrnehmung weit entzogen sind, und das werden Sie natürlich merken, wenn ich spreche, vielen, wenn Sie nicht gerade Biologie studiert haben, wird manches doch zunächst unvertraut vorkommen, und es ist sicher an mir, da gute Metaphern zu finden, dass wir also Begriffe für Dinge, die uns eigentlich unserer Alltagserfahrung nicht zugänglich sind, dass wir sie versuchen mit Begriffen zu beschreiben, die natürlich einfach aus der Entwicklung der Sprache mit unseren Alltagserfahrungen zu tun haben. Und das ist ein sehr spannendes Thema, und ich denke, es wird auch dieses Thema von einem ganz bestimmten Blickwinkel aus beleuchten. Der Vortrag hat auch eine gewisse Chronologie. Die Idee, dass es so etwas wie ein Immunsystem gibt, lässt sich ja lange zurückverfolgen, eigentlich bis in Zeiten, wo die historischen Dokumente dann schon unzuverlässig werden. Und möglicherweise gibt es also die Vorstellung schon sehr viel länger. Man kann das also bis mindestens 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung zurückverfolgen. Der aktuelle sozusagen Konsensstand über das Immunsystem bezieht sich sozusagen auf unmittelbare Vergangenheit. Viele finden von Ihnen natürlich Vergangenheit, die Sie selbst erlebt haben. Und im letzten Teil kommen wir dann auf aktuelle Forschungsfragen zu sprechen. Die grundlegende Beobachtung, die dazu geführt hat, dass man letztendlich das Immunsystem auch entdeckt hat und verstanden hat, ist nicht überraschend und ist tatsächlich eine Beobachtung, die, glaube ich, dem Alltag des Menschen schon lange zugänglich war. Und ich muss mich gleich ein bisschen entschuldigen, ein paar Sachen auf den Dias sind ein bisschen verrutscht, weil wir den Rechner gewechselt haben. Ich hoffe, Sie stören sich nicht daran. Ich werde auch alles gut erklären. Und es gibt also in sozusagen unserer klassischen Literatur, bei Thukydides, gibt es also die Beschreibung der attischen Seuche. Ich denke, viele von Ihnen haben vielleicht ein klassisches Gymnasium besucht oder einige und werden also diese Textstellen vielleicht kennen. Und es ist aber sicher anzunehmen, dass die menschliche Gesellschaft natürlich schon vorher realisiert hatte, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die sehr viele Individuen in kurzer Zeit in einer Gemeinschaft betreffen, und dass, wenn man diese Krankheit überstanden hat, man sie kein zweites Mal bekommt. Es ist übrigens als Randnotiz umstritten, was die attische Seuche wirklich war. Es gibt faktisch jede Krankheit, die man sich vorstellen kann, wurde dafür vorgeschlagen. Und man kann es also nicht mehr rekonstruieren aus den historischen Berichten.
Dann etwa 1000 Jahre später, also es gibt eine ganze Reihe von Berichten, 1000 Jahre später gibt es eine große Pestepidemie im Mittelmeerraum, vor allen Dingen auf dem Gebiet des damaligen Byzantinischen Reiches, die nach dem damals herrschenden Kaiser die Justinianische Pest genannt wird. Das ist wahrscheinlich tatsächlich die Pest, die wir auch im Mittelalter in Europa hatten, gewesen. Und auch hier gibt es genau wieder Beschreibungen, die auf Thukydides zurückgehen, Bezug nehmen und diese Fakten wiederum erneut darstellen. Das ist zunächst erstmal ein Faktum und es nützt im gewissen Sinne diese Erkenntnis relativ wenig, bis natürlich auf die Tatsache, dass man herausgefunden hat, dass Leute, die die Krankheit überstanden hatten, natürlich sehr gute Krankenpfleger waren, weil sie sich nicht ein zweites Mal infizieren konnten und das ist also auch schon zu Zeiten der attischen Seuche umgesetzt worden. Praktisch wurde diese Erkenntnis in anderen Weltgegenden und zunächst auf uns nach Europa gekommen ist offenbar relativ spät, und zwar im 17. Jahrhundert über eine sehr schöne Geschichte, die ich ganz kurz anekdotisch erzählen will, nämlich in Konstantinopel. Und das ist die Idee, dass man das Material, was die Erkrankte produzieren, benutzen kann, um andere Individuen zu schützen, was wir natürlich heute als Impfung sehr gut kennen. Das hat interessanterweise eine sehr lange Geschichte, lässt sich also bis 1000 vor Christi in China und Indien zurückverfolgen. Die Quellen sind hier offenbar nicht ganz eindeutig und man hat sich dort insbesondere mit Impfung gegen Pocken beschäftigt. Pocken waren eine wirklich schreckliche Infektionskrankheit. Ich habe hier ein Bild mal mitgebracht. Variola. Variola, richtig. Und die Gesellschaft in dem Maße betroffen haben, dass wir uns heute kaum vorstellen können. Es gab also insbesondere im 18. Jahrhundert, 17., 18. Jahrhundert in Europa, als die Pocken ihre Hochzeit erreicht hatten, Todesraten von etwa 1 zu 10 in Gebieten, in denen Pocken waren. Das heißt, man hat sozusagen eine 10%ige Chance gehabt, an Pocken zu sterben. Es war offenbar die weitverbreiteste Todesursache in der Masse. Was insbesondere auch sie von der Pest im Mittelalter unterschied, ist, dass die Pest vorwiegend ärmere Schichten betroffen hat, während Pockeninfektionen auch nicht Halt machten vor den Herrscherhäusern. Das sieht man ja manchmal, wenn Sie in Galerien gehen und Sie sehen dann Gemälde von einer Person, dass da bestimmte Leute auch Pockennarben im Gesicht noch haben von überstandenen Infektionen. Und das führt unmittelbar zur der Entdeckung oder zur ersten wirklichen Impfung in Europa. Man kannte die Praxis also mit Material aus Pusteln von Pockenkranken Gesunde zu impfen, schon lange, wie ich schon ausgeführt habe. Und insbesondere ist im 17. Jahrhundert der britische Botschafter in Konstantinopel damit in Kontakt gekommen. Der hatte eine sehr abenteuerlustige Frau, Lady Mary Montagu, und die auch lange Zeit ihres Lebens eigentlich getrennt von ihrem Gatten lebte. Aber in Konstantinopel wurden also die Kinder dieses Paares geimpft. Variolation nannte man das, nach der Bezeichnung der Pocken Variola oder der menschlichen Pocken Variola. Und die Kunde ist dann über persönliche Beziehungen, also auch Lady Montagu ist dann wieder also zurück nach England gegangen, hat sich in England verbreitet und insbesondere war das Thronfolgepaar der damaligen Zeit, Prince and Princess of Wales, sehr besorgt um ihre Kinder. Sie hatten also schon eines ihrer Kinder durch Pocken verloren und haben sich insbesondere für diese Technik interessiert, um Kinder zu schützen. Waren sich aber nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Sache ist und haben also tatsächlich das medizinische Establishment mehr oder weniger überredet, ein Experiment durchzuführen. Das ist sozusagen wahrscheinlich die erste klinische Studie, die es im klassischen Sinne gegeben hat. Und man hat es also damals so gemacht, dass man dann 6 Gefangene genommen hat. Ich konnte nicht ganz herausbekommen, ob das freiwillig war oder nicht, aber es ist ihnen zugesagt worden, dass wenn sie dieses Experiment überstehen, werden sie freigelassen, und das ist tatsächlich gemacht worden. Und die hat man also dann geimpft, und zwar ist es in China, dieses Material oft durch die Nase geblasen worden. In Konstantinopel in Europa hat man es wahrscheinlich durch Hautritzungen eingebracht. Alle 6 überlebten, danach war man überzeugt, dass es sicher war. Man wusste aber jetzt auch nicht, ob es hilft. Ja, also man konnte es offenbar machen. Die hatten alle eine leichte Pockenerkrankung, aber ohne schwerwiegende Symptome und auch ohne verbleibende Narben. Aber man wusste nicht, ob es tatsächlich gegen eine Pockeninfektion hilft, sodass man also bei
einer lokalen Pockenepidemie eine der Gefangenen, das war eine Frau, dazu verpflichtet hat, sich mit einem pockeninfizierten Kind eine Woche lang ins Bett zu legen. Und sie ist nicht infiziert worden. Und danach hat das Grundfolge-Ehepaar das an seine eigenen Kinder gemacht. Das ist die Vorgeschichte der heutigen Impfung, die natürlich mit dem Namen verknüpft ist, den viele von Ihnen kennen oder sicher schon mal gehört haben, Edward Jenner, Landarzt in Großbritannien. Interessant ist nur, dass er häufig natürlich als der Vater der Impfung bezeichnet wird, aber es eine sehr lange Vorgeschichte schon gibt und es offenbar eine Idee war, die damals in der Luft lag. Und das wirkliche Verdienst von Jenner ist, dass er die Impfung eingeführt hat mit Erregern einer verwandten Erkrankung, nämlich von Kuhpocken. Deswegen heißt es auch Vaccination oder Vaccination in Englisch, von Wacker die Kuh. Und diese Kuhpockenimpfung beim Menschen verläuft relativ symptomarm verglichen mit der Impfung der wirklichen Erreger aus den tatsächlich Infizierten. Das ist also eine deutlich sichere Methode und die sich natürlich auch durchgesetzt hat. Und wir wissen inzwischen, dass Pocken als globale Infektionskrankheit offenbar keine Rolle mehr spielt. Was uns diese kurze Geschichte natürlich sagt, ist, wir besitzen irgendein System, was das schafft. Ja? Also irgendwie reagieren wir als Mensch auf eine bestimmte Weise. Und dieses System muss also zwei Eigenschaften haben. Einmal, es muss lernen können und dieses Wissen behalten. Es hat also ein Gedächtnis. Das heißt also, wir sind nicht von Anfang an gegen Pocken geschützt, sondern nur erst nach dem Überstehen der Infektion. Und was wir auch aus diesen Befunden lernen, ist, das Gedächtnis ist krankheitsspezifisch. Das heißt, wenn man die Pocken überstanden hat, dann kann man immer noch Masern bekommen. Ja, das sind also offenbar verschiedene Dinge. Das sind Erkenntnisse gewesen, die sich erst im Laufe der Zeit tatsächlich herauskristallisiert haben. Das führt uns dann zunächst zu der Frage, was sind eigentlich diese ansteckenden Krankheiten? Und da brauche ich mich nicht lange aufhalten. Das ist natürlich heute Allgemeinwissen, war aber natürlich über lange Zeit extrem unklar. Und Namen von Krankheiten verraten wir uns noch. Malaria ist so eine schlechte Luft, Malaria. Influenza kommt offenbar vom Einfluss der Sterne. Man glaubt also, dass unter bestimmten astrologischen Konstellationen die Krankheit auftritt. Und so lässt sich das für eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten nachverfolgen. Und die wirklichen Ideen, dass Mikroorganismen, die man schon kannte um die Zeit, nämlich im 19. Jahrhundert, sowohl Pilze als auch Bakterien waren gut bekannt, Viren sind erst später entdeckt worden, sind natürlich auch entschieden kleiner. Dass Mikroorganismen für diese Krankheiten verantwortlich sind, ist also im 19. Jahrhundert, hat sich erst durchgesetzt. Und der ursprüngliche Entdecker, dem man das also bis heute zuschreibt, ist ein Italiener, das war ein Jurist, der leitende Naturwissenschaftler war, Agostino Bassi, der entdeckt hat, dass eine Seidenraubenkrankheit, das war also ökonomisch sehr wichtig, dass die Seidenrauben, die man hielt, nicht krank wurden, von einem Pilz verursacht wird und übertragbar ist. Louis Pasteur hat diese Untersuchungen fortgesetzt und deutlich verfeinert. Und natürlich Robert Koch in Deutschland, der als erster den Lebenszyklus des Milzbranderregers aufklärte, auch für die Landwirtschaft damals natürlich eine sehr wichtige Angelegenheit. Er selbst hat den Milzbranderreger auch nicht entdeckt, aber war der Erste, der so in klaren Worten das aufklären konnte. Und hier, das sieht man leider sehr schlecht, das ist eine Illustration aus sein Buch, wo man also sieht, wie diese Bakterien so lange Fäden bilden. Es gibt auch Dauersporen und so weiter. Das sind also sozusagen die wissenschaftlichen Abbildungen der damaligen Zeit, waren also sehr penibel handgezeichnet. Die Idee, dass die meisten Krankheiten tatsächlich auf diese Art von Keimen zurückgehen, wurde das erste Mal von Louis Pasteur formalisiert, 1878. Und von ihm stammt auch der Vorschlag, die Disziplin, die sich mit diesen Krankheitserregern beschäftigt, Mikrobiologie zu nennen. Und auch das hat sich natürlich durchgesetzt, das haben wir bis heute. Man kannte also am Ausgang des 19. Jahrhunderts Krankheitserreger und war sich klar, dass ansteckende Krankheiten durch andere Organismen zustande kommen. Und in dem Sinne war das Fremde zum ersten Mal greifbar auf dem Plan. Man wusste also, worum sich es bei diesen Krankheiten handelt. Und man hat natürlich dann zu Recht vermutet, dass die Eigenschaften der Immunität, die man sieht, auch das Wort der Immunität kam um diese Zeit zum ersten Mal auf im Kontext der biologischen Forschung. Das ist ein Begriff aus dem Lateinischen, der einen ganz anderen Ursprung hat. Das heißt also frei sein oder ledig sein von bestimmten Abgaben, Steuern, Pflichten oder auch natürlich immun sein gegen Strafverfolgung, wie wir es heute noch
bei bestimmten Amtsträgern, Politikern, also Abgeordneten zum Beispiel, verwenden. Und am Ausgang des 19. Jahrhunderts ist es zum ersten Mal übertragen worden auf die Biologie. Also auch das ist eine Anleihe, die Terminologie eigentlich an sozusagen im Grunde eher Alltagsbegrifflichkeiten. Und die Frage entstand nun, wie macht unser Körper das? Und das war damals ein sehr intensiv beforschtes Gebiet. Und ich will Ihnen nur ganz kurz einen der wesentlichen Hauptvertreter ganz kurz vorstellen, weil Sie also zwei sehr interessante konträre Theorien vertreten haben. Ein russischstämmiger Forscher, der auch in Deutschland, in Russland ausgebildet wurde, Ilya Metchnikov eigentlich, dann aber in Frankreich geforscht hat, auch sehr lange am Pasteurs Institut in Paris selbst. Metchnikov war eigentlich Zoologe, hat sich lange Zeit mit Verdauung beschäftigt und fand also insbesondere Fresszellen sehr interessant als Gegenstand der Forschung, weil er festgestellt hat, dass es Zellen, die andere Zellen sozusagen aufessen oder wie es im wissenschaftlichen Jargon heißt, phagozytieren, schon sehr früh in den Lebewesen gibt. Er hat also zum Beispiel Seeigel untersucht und festgestellt, dass sich Seeigel in den Larven, es gibt also in diesen Larven Fresszellen, und wenn man diese Larven verletzt, das erste Experiment, was er gemacht hat, ist, dass ein Holzsplint da eingetrieben in so eine Larve, hat er festgestellt, dass die Fresszellen sich um diesen Fremdkörper anlagern. Er war also der Meinung, die Immunverteidigung des Organismus kommt durch solche Zellen zustande. Und es gab eine erbitterte Kontroverse in dieser Zeit, das ist sehr interessant, die biologische Forschung sparte da also kein Vokabular aus, wenn man das liest. Und es gab eine andere Schule, die vorwiegend durch deutsche Wissenschaftler vertreten wurde, und gesagt, das stimmt nicht. Die Zellen, das ist nur ein ganz sekundäres Phänomen. Das eigentlich wichtige Immunphänomen sind Antikörper. Das sind also irgendwelche Substanzen. Man wusste damals nicht richtig, was das eigentlich ist im chemischen Sinne. Es hat eine Weile gedauert, einige Jahrzehnte, bis man herausgefunden hat, es sind Eiweiße. Es ist irgendwas, was im Blutserum ist. Und es sind keine Zellen. Das ist wichtig. Es sind kleine Moleküle oder Moleküle im Blutserum. Und zwei wichtige Vertreter waren Emil von Behring, der hier in der Foto abgebildet ist, und Paul Ehrlich. Interessanterweise, hier sind mal zwei, Entschuldigung, das ist jetzt hier tatsächlich ein bisschen verrutscht, ich versuche es zu korrigieren, dieses Wort Seitenkettentheorie gehört ja auf die andere Seite. Das sind zwei Originalabbildungen aus der Zeit, aus den Werken von Metchnikov. Hier ist so eine Blutzelle gezeigt, ist offenbar eine dendritische Zelle gewesen, also ein bestimmter Zelltyp, den wir erst heute sehr gut realisieren, was das ungefähr ist, aber der noch viele Unbekannte für uns enthält. Und Metchnikov hat ihn also gezeigt mit ingestierten Bakterien. Diese Zelle hat also viele, das sind Kolibakterien in dem Fall, Bakterien aufgenommen, die konnten gefärbt werden. Und es gab also eine ganze Reihe von Experimenten, wo man zeigen konnte, dass bakterielle Infektionen durch die Anwesenheit von solchen Fresszellen besiegt werden konnten. Und andererseits gab es die Idee der Antikörper. Das ist eine zeitgenössische Darstellung, auf die ich nicht näher eingehen wollte. Ich will einfach nur ein bisschen das sozusagen Flavor vermitteln, wie damals gezeichnet wurde. Hier denkt man, das sind also Moleküle, das sind Toxine, die also auf Zellen bestimmte Rezeptoren treffen. Und dann, wenn das passiert, dann scheiden die Zellen unheimlich viel von diesen Schutzrezeptoren selbst aus. Und das sind die sogenannten Antikörper. Das ist eine Theorie, die zustande gekommen ist von Paul Ehrlich, sogenannte Seitenkettentheorie, die involviert noch sehr viele andere detaillierte Ideen, die zum Teil vollkommen richtig sind, und zwar eigentlich ins Blaue hinein geraten. Man wusste also fast gar nichts über die Zellen zu diesem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite natürlich auch weiß ein bisschen ins Blaue hinein geraten oder noch eine ganze Reihe von absolut kuriosen Ideen enthalten und die natürlich heute durch klares Wissen ersetzt wurden. Es ist sehr interessant, wie ich schon sagte, dass diese Debatte, sind es Zellen oder sind es solche Antikörper im Blutserum, sehr lange erbittert geführt wurde. Und obwohl das der Fall war, und ich komme gleich im nächsten hier darauf, hier im Detail darauf zu sprechen, hat sich aufgrund eines klassischen Experimentes von Emil von Behring für viele Jahrzehnte die Idee, dass es Antikörper sind, die die Immunantwort vermitteln, durchgesetzt. Und erst sehr spät, eigentlich 60 bis 70 Jahre nach den Arbeiten von Behring, haben wir verstanden, dass beide Theorien ihre Richtigkeit haben und das Immunsystem tatsächlich aus beiden Komponenten besteht. Also beide Seiten hatten recht. Und das ist das klassische Experiment, und das hatte also unmittelbare Auswirkungen auf die damalige Medizin. Und das ist nicht das Experiment, wie es tatsächlich durchgeführt wurde, sondern es sind zeitgenössische
Karikatur. Hier sehen wir von Bären, hier ist ein Pferd. Und was man gemacht hat, ist, man wusste also, wenn man menschliche Krankheiten, konnte man auf bestimmte Tiere übertragen, wie umgekehrt natürlich tierische Krankheiten in gewissem Maße auf Menschen übertragbar sind. Oft sind die Verläufe allerdings milder. Und nicht immer, natürlich. Und was er gemacht hat, hat also gegen sowohl Diphtherie als auch gegen Wundstarrkrampf, Tetanus, zusammen mit einem Kollegen in Berlin ist das gemacht worden, an der Charité, Shibasaburo Kitasato, Tiere geimpft, Schafe und Pferde, und hat festgestellt, dass er Immunität, die diese Tiere im Laufe der Erkrankung erwerben, übertragen kann auf Menschen, indem er zellfreies Blutserum hat. Blutserum ist natürlich bei Definition zellfrei, Blutserum überträgt. Und das war sozusagen der Durchbruch der sogenannten humoralen Theorie der Immunität. Also ab dann glaubte man, diese Testzellen von Herrn Metschnikow, das ist ein Epiphänomen, das ist also nicht wirklich notwendig. Und es hatte sofort durchschlagende gesellschaftliche Bedeutung, weil man plötzlich ein zusätzliches Therapiemittel für Krankheiten wie Diphtherie, die damals natürlich extrem schmerzhaft waren, viele gerade Kinder haben natürlich Diphtherie auch bekommen, und Tetanus, das ist also, Sie sehen hier, nicht so kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ist also noch, diese Ideen sind dann auch im Ersten Weltkrieg bei Behandlung von Verwundeten eingesetzt worden. Man hat also plötzlich die Möglichkeit, schon Infizierte zu therapieren mit Antikörperserum, was man also in anderem Organismus, hier in dem Fall in Pferd, erzeugt hat. Das ist eine sogenannte passive Immunisierung, und diese Serien waren also damals ein sehr wichtiges Hilfsmittel der Medizin, wie man das sieht. Und das hat also offenbar die Illustrierten erreicht. Das wäre sozusagen der Spiegel heute der wahrscheinlich. Okay, kurz darauf hat man also erkannt, dass die Krankheitserreger nicht als Gesamtheit wahrgenommen werden, sondern nur bestimmte Moleküle von ihnen. Das hat sich schon so ein bisschen, sowohl Tetanus als auch Diphtherie, handelt sich um Toxine. Man wusste also, sind ganz bestimmte Moleküle, die hat man im Allgemeinen Antigene genannt. Und beide Wörter haben sich bis heute gehalten. Und deswegen muss ich sie einführen, weil sie in dem Vortrag natürlich oft vorkommen werden. Also Antigene sind bestimmte Moleküle von Krankheitserregern, die das Immunsystem erkennt. Und um die Zeit, als man die Worte einführte, dachte man, dass die Antikörper die einzige Struktur sind im Immunsystem, die Antigene erkennen. Und hier war natürlich ganz klar, was angelegt, das ist sozusagen der Sensor, der Fremdes erkennt und dann eine Kaskade in Gang tritt, um das Fremde zu bekämpfen, und die Antigene sind sozusagen der Ausweis des Fremden. Obwohl diese Terminologie hier an dieser Stelle noch nicht eingeführt wurde. Es hat dann, wie gesagt, von dieser etwa 60 bis 70 Jahre gedauert, bis man erkannt hat, dass auch Metschnikow den vollkommen richtigen Riecher hatte. Und ich hatte ja vor einigen Jahren schon gesagt, sowohl Paul Ehrlich als auch Metschnikow haben beide den Nobelpreis bekommen, und zwar zusammen, interessanterweise, obwohl man zu der Zeit die wissenschaftliche Öffentlichkeit sich eigentlich von den Fresszellentheorien schon weitgehend abgewandt hatte, aber offenbar war das Nobelkomitee da etwas schlauer. Inzwischen weiß man, dass Zellen natürlich extrem wichtig sind, und zwar nicht nur wichtig als Produzenten der Antikörper selbst, das dachte auch Ehrlich schon, dass das Antikörper von Zellen produziert werden. Das sind die sogenannten B-Zellen oder B-Lymphozyten, das ist also ein Typ von weißen Blutzellen. Dass es aber auch andere Zellen gibt, die ebenfalls ganz spezifisch Antigene erkennen können, aber als Zelle selbst reagieren und insbesondere infizierte Zellen töten können oder anderen Zellen dabei helfen können, und aber auch B-Zellen bei ihrer Aufgabe unterstützen können. Das sind die sogenannten T-Zellen. Und man kommt ja gleich darauf zurück, warum die B- und T-Zellen heißt. Das hängt zusammen mit den Organen, in denen diese Zellen heranreifen. Und zwar in Vögeln ist es ein Organ, das ist die sogenannte Bursa fabrici. Und im Menschen, im erwachsenen Menschen, ist es im Knochenmark oder dem Bone Marrow. Deswegen heißen diese B-Zellen. Und die T-Zellen reifen im spezifischen Organ heran, was im Grunde nur für die Reifung der T-Zellen existiert, ist der Thymus. Okay, und was man um die Zeit natürlich schon sehr gut wusste, ist, dass diese Zellen können also das Fremde erkennen durch ganz spezifische Moleküle, und diese Moleküle funktionieren ganz ähnlich wie Antikörper. Und zwar B-Zellen tragen im Grunde Antikörper auch auf ihrer Oberfläche, während T-Zellen Moleküle tragen, die ganz analog zu Antikörpern aufgebaut sind. Und diese Moleküle haben Bestandteile, die wie molekulare Sensoren funktionieren, und wie das funktioniert, werden wir in einigen Minuten viel besser verstehen. Aber das ist ungefähr der Stand der Dinge.
Nachdem also die wichtigen Zellen gefunden waren, stellte sich die Frage, wie erkennt jetzt das Immunsystem tatsächlich das Fremde? Und da war es sehr hilfreich. Es ist ja sehr interessant, die alte Literatur dazu lesen. Ich habe es nicht im Original gemacht, aber es gibt da historische Darstellungen, auch sehr ausführliche historische Darstellungen. Und es ist also extrem interessant, wie einerseits einflussreich und andererseits spekulativ die Theorien über viele Jahrzehnte waren. Aber während das also passiert ist in der Immunologie, hat sich auch die restliche Biologie weiterentwickelt. Und man hat also einige grundlegende Erkenntnisse darüber gewonnen, wie biologische Informationen kodiert und verarbeitet wird. Und das sind natürlich Dinge, die Sie alle gut wissen, dass nämlich die Information über Eiweißmoleküle gespeichert wird in der DNA oder der S-Oxyribonukleinsäure, der DNS des Organismus. Und dass es hier also einen Code gibt, der aus 4 Buchstaben besteht. Und dieser Code wird übersetzt in einen 20-Buchstaben-Code von Eiweißen. Und diese Buchstaben hier sind die 20 Aminosäuren, die in Eiweißen von Lebewesen vorkommen. Und man wusste um diese Zeit schon sehr gut, schon viele Jahrzehnte, dass die Antikörper, die die Sensoren des Immunsystems darstellen, Eiweiße sind, genauso wie die anderen molekularen Sensoren, die auf den BOT-Zellen direkt drauf sitzen, Eiweißmoleküle sind. Das ist ein wahnsinniger Erkenntnisfortschritt. Das scheint zunächst erstmal sehr plausibel und denkt, das ist eine gute Sache. Aber okay, was sagt mir das weiter? Das sind halt Eiweiße, vielleicht können es auch Zucker sein oder andere Moleküle, aus dem Leben besteht, Fettmoleküle, irgendwelche Kombinationen davon. Die Realisierung, dass es sich um diese Typen von Molekülen handelt, wirft nur ganz plötzlich spezifische Fragen auf. Und das ist die Frage, wenn Eiweiße Krankheitserreger erkennen, wir wissen, Eiweiße sind durch Gene kodiert, und Gene sind Gegenstand der Evolution. Wir wissen also, Gene verändern sich während des evolutiven Prozesses unter Selektionsdruck. Das heißt also, die sozusagen fitteren Organismen mit den fitteren Genen überleben. Dann können wir plötzlich eine ganz konkrete Frage stellen, nämlich wie ist das Wissen über das Fremde in unserem Genen tatsächlich kodiert? Wir wissen, es muss in den Genen kodiert sein. Und es gibt also eine ganz offensichtliche Hypothese. Die erste nämlich, dass das Wissen über das Immunsystem über Krankheitserreger, tatsächlich fest in den Genen kodiert und drinsteht. Das heißt, wenn wir unser Genom lesen können, dann wissen wir, mit welchen Krankheitserregern wir während unserer evolutionären Geschichte konfrontiert wurden. Und ich habe hier so ein Evolutionsbild besucht, was mit dem Fisch anfängt, weil das Immunsystem zum ersten Mal, das Immunsystem, wie wir es bei uns Menschen kennen, zum ersten Mal bei Fischen auftritt. Ansonsten ist das natürlich eine Karikatur, wie Sie sehen. Es gibt aber eine zweite. Das Interessante an dieser Hypothese, die natürlich sich hier logisch daraus ergibt, ist, dass sie offenbar kollidiert mit unseren vorher gewonnenen Vorstellungen, was ist Immunität. Sie kollidiert zum Beispiel mit der Vorstellung, dass man irgendwie erst lernen muss, sozusagen man muss erst eine Krankheit bekommen, um gegen sie immun zu werden. Ja? Also wenn der Krankheitserreger im Gen kodiert ist, wie kann das sein? Dann müsste ich ja von Anfang an wissen, dass ich zum Beispiel einem Masern Erreger ausgesetzt sein kann. Ja. Und das ist aber bei diesen Infektionskrankheiten nicht der Fall, sodass also immer noch eine zweite Hypothese im Raum stand, nämlich es gibt offenbar Befunde, dass wir das Wissen des Immunsystems durch Kontakt mit den Erregern erst erlernt wird. Und wie verhalten sich diese beiden Dinge? Zunächst erscheint es also zwei sehr widersprüchliche Dinge zu sein. Könnte sagen, es ist entweder so oder so, einer muss Recht haben, aber Sie wissen schon, oft, wenn sich die Biologen streiten und extreme Positionen annehmen, ist beides letztlich richtig. Das hat natürlich auch eine sehr interessante Implikation. Das heißt, alles Wissen, was wir evolutionär über das Immunsystem ererbt bekommen, entwickelt sich auf sehr langen Zeitskalen. Es ist dann für uns sofort verfügbar, sobald wir geboren werden, das ist klar. Also es bedarf keine individuellen Erkenntnis mehr in dem Sinne. Ist aber natürlich auch schwer veränderbar, weil es sich nur über sehr, sehr lange Zeiträume entsprechend verändern kann. Während dieser zweite Mechanismus natürlich die individuelle Lebenszeit des einzelnen Menschen betrifft. Okay, so, wenn wir uns diese Frage nähern, dann stellen wir zunächst erstmal fest, dass das Immunsystem offenbar auch vor einem fundamentalen Problem steht. Wir haben schon vorhin gesagt, ich gehe mal ein bisschen zurück, an dieser Stelle hier, es gibt also Antikörper,
ja, ein Blutserum zum Beispiel, die erkennen Antigene und man muss das ja lange, Antigene sind Moleküle der Krankheitserreger, also nicht der gesamte Krankheitserreger selbst, ja, sind also molekulare Strukturen der Krankheitserreger. Nun ist es natürlich so, dass das Leben, unabhängig ob es Bakterien sind oder Menschen, aus den gleichen Molekülen besteht. Das heißt, das Bakterium unterscheidet sich von uns nicht dadurch, dass es andere Moleküle hätte oder nicht fundamental andere Moleküle. Und genau diesen Unterschied müssen wir jetzt explorieren. Also Leben besteht aus Eiweißen, Lebewesen besteht aus Eiweißen. Das ist übrigens, das wollte ich jetzt sagen, das ist ein tatsächlicher Antikörper hier, eine Antikörperstruktur. Das können jetzt beliebige Eiweiß sein. Es besteht aus Fetten. Das sehen Sie, die Kohlenstoffatome hier, das sind ungesättigte Fettsäure mit Wasserstoff- und Sauerstoffatomen hier. Und aus Kohlenhydraten, das sehen Sie schon, es ist viel mehr Sauerstoff in Kohlenhydraten als in Fetten. Und das sind also die drei Molekülgruppen. Wie kann es sein, dass wenn Antikörper bestimmte Moleküle wie Antigene erkennen, dass das in irgendeinem Sinn spezifisch vonstatten geht? Die erste Antwort darauf, und es gibt also zwei Antworten, die sind relativ getrennt. Und die betreffen genau die historischen oder die evolutionäre und die Lebenszeitskala des Lernens des Immunsystems. Die erste Antwort darauf ist, es gibt tatsächlich Bausteine bei Mikroben, die etwas anders sind als Bausteine bei uns. Es sind zwar die gleichen Moleküle, das heißt, es sind also auch hier, Moment, teilweise fette Kohlenhydrate, was natürlich hier offenbar vergessen wurde, als ich das so nett vorbereitet habe, sind natürlich Nukleinsäuren, die genetische Informationen tatsächlich kodieren. Die fehlen also hier und sollten hier dabei sein. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Viren bestimmte Formen von Nukleinsäuren haben, zum Beispiel doppelsträngige Ribonukleinsäuren, also nicht DNA, sondern RNA, das heißt eine Form der genetischen Information, die auch bei uns in unseren Zellen eine Rolle spielt, aber als Überträger der genetischen Information von der DNA zum Eiweiß, zur Eiweißsynthese. In Bakterien kann das als Erbmaterial selbst auftreten und dann tritt es in einer Form auf, die es in menschlichen Zellen nicht gibt, die nämlich, oder nicht in großem Umfang gibt, die nämlich doppelsträngig ist. Und hier ist die Gelegenheit für ein evolutionäres System, Eiweiße zu entwickeln, die genau diese speziellen Strukturen erkennen hier. Und alles, was Sie hier sehen sollen, ist, dass wir im Grunde mit unseren molekularen Details, das sind ja also so Proteinmodelle, wo man nicht die einzelnen Atome sieht, sondern nur sozusagen die grobe Faltung der Proteine, das ist hier ein RNA-Modell, wo man die Atome hier ausmachen kann, sozusagen, dass wir mit unseren strukturellen Vorstellungen schon sehr weit gediehen sind. Wir können also sozusagen die strukturelle Basis dieser Erkennung verstehen wir sehr gut. Und auch bei Bakterien gibt es solche Substanzen, das sind sogenannte Lipopolysaccharide oder LPS. Die werden durch sehr ästhetisch schöne Rezeptoren erkannt. Die heißen tollartige Rezeptoren. Das ist auch eine interessante Geschichte. Das ist tatsächlich das deutsche Wort toll, was hier vorkommt. Möchte ich jetzt nicht erzählen. Die haben so hufeisenförmige Strukturen und erkennen diese bakteriellen Moleküle, die eine Kombination sind aus Fettsäuren und Zuckern, die in höheren Organismen nicht vorkommen. Das sind also Zellwandbestandteile von Bakterien. Die machen ja die Zellwand sehr, sehr fest. Da kommen nicht vor. Das heißt, wir können bestimmte Eigenschaften können wir erkennen und es gibt eine ganze Reihe von anderen Sensoren für solche mikrobiellen Eigenschaften noch im Körper und es werden auch noch neue entdeckt, das ist also sehr interessant. Diese Sensoren für Krankheitserreger, die sind nicht speziell, die finden sich tatsächlich in allen Körperzellen. Das hat also gar nichts mit Blutzellen und Lymphozyten und weißen Blutzellen und Immunabwehr in dem Sinne zu tun, sondern Sie können jede beliebige Körperzelle hernehmen, die investiert in diese Schutzmechanismen. Mehr oder weniger, es gibt auch spezialisierte Zellen, die das noch etwas mehr tun als andere. Aber das heißt, diese Art von Immunsystem, diese Rezeptoren hier, die als Eiweiße dargestellt sind, diese Immunorezeptoren, finden sich in allen Zellen, sind Stereotyp und sind im Genom festkodiert. Das heißt, das ist evolutionär angesammeltes Wissen darüber, wie Mikroben aussehen. Ja, also im gewissen Sinne eine biologische Definition des Fremden. Aber wir kommen gleich noch darauf zurück, dass das vielleicht kein so guter Begriff ist für das Immunsystem. Das heißt, angeborene Immunsystem. Was sehr interessant ist in der historischen Entwicklung, sind viele Erkenntnisse über dieses sogenannte angeborene Immunsystem erst sehr viel später entstanden als die Erkenntnisse über das eigentlich kompliziertere erworbene Immunsystem, über das ich jetzt sprechen möchte. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass dieses System kein Gedächtnis hat. Das heißt, dieses System hilft uns nicht, uns an Krankheiten zu erinnern. Das spielt also auch bei Impfungsprozessen eine sehr untergeordnete Rolle. Und es hat ein entscheidendes Problem, dass im Grunde alle Immunsysteme ein Wissen haben, dass angeborene Immunsysteme haben in sehr starkem Maße. Dadurch, dass es relativ fest kodiert ist in unserem Gen, haben die Krankheitserreger Gelegenheit, Mechanismen zu entwickeln, diese Systeme zu umgehen.
Und es ist tatsächlich so, dass wir zum Beispiel bei allen pathogenen Viren, die wir untersuchen, wie diese auf dieses sogenannte angeborene Immunsystem reagieren, feststellen, dass sie multiple Mechanismen entwickelt haben, um das angeborene Immunsystem auszutricksen. Sie versuchen also ihre Moleküle nicht so fremd erscheinen zu lassen und produzieren dafür direkt Enzyme, die die Moleküle so modifizieren, dass sie also so ähnlich aussehen wie menschliche Moleküle. Das ist also sehr interessant. Viren machen verrückte Dinge. Blockieren die Bildung von Botenstoffen, produzieren also Inhibitoren des angeborenen Immunsystems, stören den Empfang von Botenstoffen in den Wirtszellen selbst und eine ganze Reihe von anderen Dingen. Und es ist tatsächlich so, dass bei allen pathogenen Viren, die wir kennen, und wahrscheinlich ist es auch bei anderen Pathogenen der Fall, so dass hier effektive Mechanismen da sind, um das angeborene Immunsystem zu überwinden, sodass wahrscheinlich, was es in den Fällen von wirklichen Infektionskrankheiten macht, möglicherweise einen gewissen Zeitaufschub gewährt. Also da First Line of Defense sagt man auch häufig. Andererseits gibt es auch gute Evidenz, dass für viele eher banale Infektionen, also jetzt mal die Hautritzen und sowas, das angeborene Immunsystem sehr gut mit so banalen Erregern klarkommen kann. Wenn das angeborene Immunsystem hinreichend ausgetrickst ist, ist das natürlich noch nicht zu Ende. Und jetzt kommt das eigentliche Immunsystem, worüber Emil van Behring und Metchnikoff sich so gestritten haben, nämlich die erhobene Immunität, gegen die wir ein Gedächtnis für Immunreaktionen entwickeln können, wo wir impfen können und so weiter. Und wie ich Ihnen schon sagte, besteht das erhobene Immunsystem aus Zellen, den sogenannten T- und B-Lymphozyten oder auch T- und B-Zellen genannt. Und hier ist mal eine elektronenmikroskopische Aufnahme von einer T-Zelle, die sich um eine sogenannte antigenpräsentierende Zelle schiebt. Und was das zeigt, ist, dass also wie nehmen T-Zellen ihre Umgebung wahr. Das heißt, da gibt es also ganz engen Zellkontakt hier an dieser Stelle. Und die Frage ist, was passiert jetzt an diesen Kontaktstellen? Und das ist was sehr Interessantes, wenn man etwas schematisch darstellen will. An diesen Kontaktstellen haben die T-Zellen ihre sozusagen Antikörpermoleküle, die bei T-Zellen heißen die T-Zellrezeptoren. Das sind also diese molekularen Sensoren, in der Membran hier stehen. Und gleichzeitig von der sogenannten antigenpräsentierenden Zelle passiert genau das, was der Name der Zelle verrät. Sie zeigt der T-Zelle Antigene. Und die können zum Beispiel von einem eingedrungenen Virus oder einem eingedrungenen Bakterium stammen. Das heißt, es gibt also hier einen ganz engen Kontakt zwischen verschiedenen Zelltypen und die T-Zelle liest aus, ob die antigenpräsentierende Zelle ihr was sozusagen Nachrichten zu bieten hat über stattgefundene Infektionen. Okay. So, wie funktioniert das System aber jetzt? Wir haben ja gesagt, hier findet ein Lernprozess statt, der auf der Ebene der individuellen Lebenszeit stattfindet. Wie können wir uns das vorstellen? Und das ist also sehr interessant und das ist also eine Erkenntnis, die ist ganz, ich denke, solche Rezeptoren, wie wir sie im angeborenen Immunsystem sehen, die gibt es bei vielen biologischen Prozessen. Was ich jetzt stelle, ist vollkommen speziell und ist auch in der Evolution in dieser Form wahrscheinlich nur bei Wirbeltieren erfunden worden. Wir kennen die Immunsysteme von vielen anderen Organismen noch nicht so gut, aber das ist eine ganz, ganz spezielle Erfindung. Und das erste Rätsel entsteht dadurch, das hatte ich Ihnen vielleicht auch vorhin schon gesagt, natürlich, wir bestehen alle aus den gleichen Molekülen und zu den Molekülen, die uns am meisten Individualität vermitteln, gehören Eiweiße. Und es ist deswegen nicht überraschend, ich gehe mal hier zurück, dass insbesondere von solchen antigenen präsentierenden Zellen Eiweißbruchstücken gezeigt werden. Das ist also die Hauptaufgabe dieser Zellen. Sie nehmen irgendwie das Virus, was in uns eindringt, wird zerlegt und bestimmte Eiweißbruchstücke werden auf diesen antigenen präsentierenden Zellen gezeigt. Dann haben wir gesagt, okay, alles Leben besteht aus Eiweißen, aber die Eiweiße sind natürlich durch Gene kodiert und wenn wir zwei nahe verwandte Organismen nehmen, wie zum Beispiel Schimpansen und uns, dann stimmen die Gene in erheblichen Sequenzprozentsatz überein. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 99%. Wenn man aber jetzt weit entfernte Organismen nimmt, dann sehen die Gene ganz anders aus und dementsprechend sehen die Eiweiße ganz anders aus. Und ich habe hier mal ein Beispiel gezeigt. Das sind also jetzt drei Gedichte. Die Anfänge, das ist von Shakespeare, das kennen Sie. Also leider sind die Zeilenumbrüche wieder falsch wegen des Rechners hier. Und das ist also von den spanischen der spanischsprachige Dichter Octavio Paz. Das tut nichts zur Sache. Was wir erkennen, ist, dass sind alle mit dem gleichen Alphabet geschrieben. Das heißt, sie bestehen alle aus den gleichen Bestandteilen, sind lateinische Buchstaben.
Aber es fällt uns nicht schwer zu erkennen, dass das erste Gedicht Englisch ist, das zweite Deutsch und das dritte, wegen der etwas Kontakt mit der Sprache hat, in Spanisch geschrieben wurde. Und genauso können wir uns die Proteine vorstellen. Das können Proteine sein, zum Beispiel von einem Menschen oder einem Tuberkelbakterium oder von HIV. Die bestehen also aus den gleichen Bestandteilen. Wenn man sie liest, sprechen sie aber eine vollkommen andere Sprache. Und diese Sprache kann man sogar erkennen, wenn man nur sich kleine Stücken, und jetzt ist das auch wieder hier leider ein bisschen verrutscht. Sie ahnen, was ich hier zeigen wollte. Das ist, wie gesagt, alles bei der Rechner geswitcht wurde. Aber Sie können sich so kleine Stücken vornehmen. Und diese Sequenzen sind offenbar, also schon aus diesem Stück kann ich erkennen, das ist Englisch, das ist Deutsch und das ist Spanisch, wenn ich das weiß. Jetzt kann ich mir das hernehmen und genau das passiert im lebenden Organismus, werden so kleine Proteinstücken gezeigt. Und hier gibt es zum Beispiel einen TCR-Rezeptor, der erkennt hier dieses deutsche Stück sozusagen, aber es ist natürlich dann eine Eiweiß-, eine Aminosäurensequenz, die zu einem Tuberkelbakterium zum Beispiel gehört. Diese Rezepte würde aber jetzt nicht andere Sequenzen erkennen, die im gewissen Sinne zu anderen Sprachen oder anderen Organismen gehören. Und das ist eigentlich die Grundlage der Erkennung. Es reicht also aus, kleine Stücken von Eiweißen zu zeigen und die sind schon so individuell kodiert, dass sie also spezifisch sind für einen bestimmten Organismus. Und das ist das genau, was das Immunsystem macht. Aber wie schafft es das, so viele verschiedene Organismen zu erkennen? Das ist eine lange Frage, die hat die Forscher sehr lange beschäftigt. Und die Lösung ist also verblüffend in jeder Hinsicht, und zwar verblüffend ökonomisch in dem Sinne. Oft ist ja so, dass wenn wir uns mit Evolution beschäftigen, natürlich die Evolution optimale Lösungen finden muss. Diese Lösungen auch in vielen Fällen gar nicht so zunächst als optimal einleuchten. Also hier werden Sie sehen, das ist also eine ganz verblüffende Idee, die Evolution hier hatte. Und zwar, zu der Idee brauchen wir eigentlich relativ wenig Zutaten. Wir brauchen eine vererbte Gensequenz und die besteht aus ganz vielen Stücken hier, sogenannten Segmenten oder Gensegmenten. Und diese Gensegmente haben alle praktisch die gleiche Aufgabe. Ja, wir werden gleich sehen, welche. Und dann gibt es so verschiedene Bereiche, in denen es so ein bisschen liegt im Chromosom ein bisschen auseinander. Und das ist natürlich evolutionär leicht zu erzeugen. Sie können Gensegmente duplizieren und dann getrennt so ein bisschen mutieren. Ja. So, und was passiert also, wenn in einer einzelnen T-Zelle sich ein T-Zell-Rezeptor, ein Antigensensor bildet? Dann nimmt er ein Stück von diesen Segmenten, hier gibt es etwa 50 davon, ja, und das wird ausgewürfelt, das ist vollkommen zufällig. Dann nimmt er noch ein Stück von dem Segment hier, Diversity, dann gibt es jetzt so die anderen Segmente, die haben alle ganz bestimmte Namen, wird wieder ein Stück ausgewürfelt und zum Schluss brauchen wir noch eins von hier. Das ist immer der Fall, das ist hier so verdoppelt mit anderen Segmenten. Und dadurch entsteht ein Antigenrezeptor. Jetzt können Sie wieder würfeln und wenn Sie wieder würfeln, entsteht ein anderer. Und Sie können so oft würfeln und der Körper würfelt permanent. Wir machen also permanent diese Zellen und permanent findet das Würfelspiel in diesen Zellen statt, sodass wir eine unglaubliche Vielzahl von Genen in diesen Zellen, in einer einzelnen Zelle haben, die für einen Antigenrezeptor kodiert. Und zwar jede Zelle hat nur eins davon, das heißt, es ist nur einmal erlaubt zu würfeln in der Zelle, also einmal dieses Würfelspiel hier durchzuführen und dann hat sie einen Antigenrezeptor, der aus diesen Bestandteilen kodiert wird, eine andere Zelle aus ganz anderen Bestandteilen. Und inzwischen verstehen wir ungefähr, wie viel das sein könnten. Wir wissen es nicht ganz genau, was die wirkliche Vielfalt von Antigenrezeptoren ist. Inzwischen können wir das aber sequenzieren, diese Genorte, und dann direkt nachschauen. Und um mal eine Zahl zu nennen, wir haben etwa in der Größenordnung 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 Lymphozyten in unserem Körper, also sehr viel mehr als Menschen auf der Erde leben. Und es scheint so, dass die Anzahl der möglichen verschiedenen Antigenrezeptoren in etwa der Zahl der Zellen entspricht. Das heißt also, wenn wir eine beliebige Zelle rausnehmen, die gerade entstanden ist, muss man dazu sagen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass keine andere diesen gleichen Antigenrezeptor hat. Also unglaubliche Vielfalt. Und wie wird diese Vielfalt eingesetzt? Dass diese Zellen finden sich also ständig in unserem Körper und zirkulieren und warten darauf, von Antigen präsentierenden Zellen Antigen gezeigt zu bekommen. Und ich habe hier nochmal drei dargestellt mit nun verschieden kodierten sogenannten T-Zell-Rezeptoren. Wir haben also alle ganz verschiedene molekulare Sensoren. Dann kommt zum Beispiel ein Virus an, Grippevirus, das wird zerlegt in Proteine, diese Proteine werden gezeigt. Und es gibt ja also eine Zelle, die darauf reagiert, die den richtigen Sensor hat. Und wenn der Sensor anspringt, dann multiplizieren sich die Zellen massiv. Das ist also auch ein Grund, nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, wenn Sie zum Arzt gehen und sind an der Infektionskrankheit, haben Sie mehr weiße Blutzellen. Und es gibt also eine ganz starke Expansion. Diese Expansion ist vorübergehend. Wenn der Krankheitserreger erfolgreich bekämpft wurde, geht sie wieder zurück.
Danach bleibt aber ein Gedächtnis. Das heißt also, Zellen, die an diesem Prozess teilgenommen haben, haben sich in irgendeinem Sinne gemerkt, da haben wir jetzt keine Zeit drauf einzugehen, dass sie diesen Krankheitserreger gesehen haben. Und das ist genau auch das Prinzip der Immunität und der Impfung. Das ist in gewissem Sinne ein Würfelspiel, aber eingesetzt zu einem unwahrscheinlich guten Zweck. Und um das also hier nochmal zu vergleichen, wir haben also ein angeborenes Immunsystem, das ist offenbar evolutionär sehr alt, es geht zurück vor die Wirbeltiere, es gibt in jeder Zelle, ist genetisch fest verdrahtet und es erkennt einige wenige Muster von Krankheitserregern. Und das ist so eine Art generisches Fremd, also das ist irgendwie was, wo man merkt, also irgendwie da riecht was ganz anderes, das muss ein Bakterium sein. Das erworbene Immunsystem reagiert ganz anders, es sind noch ganz spezialisierte Zellen, die ja als Sensoren funktionieren können, es gehören noch etwas mehr Zellen dazu. Dem liegt zugrunde ein genetisches Würfelspiel, was in jedem von uns immer wieder erneut stattfindet. Das ist also ganz anders als diese evolutionäre feste Verdrahtung. Und dieses System kann interessanterweise natürlich Krankheitserreger sehr spezifisch erkennen und es kann Krankheitserreger erkennen, die zum ersten Mal überhaupt auftreten, die in der Evolution nie vorher da waren. Ein gutes Beispiel in der jungen Geschichte ist natürlich mal die HIV. Also HIV hat es in der Menschheitsgeschichte natürlich erst seit ganz kurzem gegeben. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir Antikörper dagegen entwickeln. Weil wir genügend Antikörper haben und einige von denen auch auf HIV reagieren. Und wir inzwischen sogar wissen, dass es eine geringe Gruppe von Patienten gibt, die so gute Antikörper entwickeln, dass obwohl sie HIV infiziert sind, sie nicht erkranken. Ja, das ist eine seltene Gruppe, sogenannte Lead Controller, die sind ganz bestimmte Antikörperstrukturen, die dafür verantwortlich sind. Das ist also ein hochaktuelles Forschungsthema, aber es ist natürlich faszinierend zu sehen, dass wir mit Krankheitserregern klarkommen, die wir in der Evolution uns noch nie begegnet sind. Also das ist sozusagen ein System, das hat also im gewissen Sinne sehr stark vorausschauend ist. Ich muss gestehen, dass ich hier jetzt keine Uhr mitlaufen habe. Insofern muss ich mal ganz kurz schauen, wo wir uns befinden. Es ist schon 18 Uhr und ich bin gerade mit dem ersten Teil des Vortrags. Insofern will ich Ihnen einfach in den verbleibenden, wir haben auch zwei paar Minuten später angefangen, vielleicht in den verbleibenden 5 Minuten einen kleinen Ausblick geben auf. Okay, einen ganz kleinen Ausblick geben auf. Wir verstehen, denke ich, ganz gut mit unserer Idee der Immunität, was ist Immunität, wie kommt das zustande, was ist Impfung und ich denke, die Grundlagen habe ich Ihnen versucht zu erklären. Es gibt ganz viele Dinge, die wir heute verstehen, die mit dem Immunsystem zusammenhängen, die Gegenstand der aktuellen Forschung sind und die wir im Moment nur sehr ungenügend verstehen. Und ich möchte Ihnen da, weil viele von denen natürlich von diesen Dingen mit auch letztlich Erfahrungen zusammenhängen, die viele machen, gute und natürlich auch schlechte und mittelmäßig schlechte, hier bei Allergie zum Beispiel, ist eine sehr verbreitete Sache, doch einige Stichpunkte dazu geben. Das erste ist, das Immunsystem scheint also ein unwahrscheinlich gut funktionierendes System, was in irgendeinem Sinne optimiert ist, mit Krankheitserregern umzugehen. Aber andererseits haben Sie vielleicht auch schon das Gefühl dafür bekommen, es gibt eine lange evolutionäre Geschichte. Krankheitserreger haben Wirbeltierspezies und also auch uns sehr lange schon bedroht. Und es gibt also da irgendwie einen permanent stattfindenden Krieg, wo die Krankheitserreger versuchen, das Immunsystem zu unterlaufen und das Immunsystem zu reagieren. Das hat eine interessante Seite des Immunsystems, nämlich dass es eine sehr gefährliche Waffe ist, und zwar nicht nur für die, die bekämpft werden sollen, sondern auch für den Besitzer selbst. Und das ist eine Einsicht, die wir eigentlich erst in den letzten 10 bis 20 Jahren richtig angefangen haben zu realisieren. Und das ist hier also eine der frühesten Beispiele, wo uns das also sozusagen zunächst einmal vor Augen stand, ist eine Grippeepidemie, von der Sie möglicherweise schon gehört haben, nach dem Ersten Weltkrieg 1918 bis 1920, das H1N1, das ist also eine Virusvariante, die heute gängig ist. Die hat aber um die damalige Zeit unglaublich viele Todesopfer gefordert. Sie sehen die Zahlen selbst hier, sind etwa 3-5% der Weltbevölkerung, schätzt man. Und was besonders war an dieser Epidemie oder so einer Pandemie, die den gesamten Erdball umfasst hat, ist, dass sie im Gegensatz zu den üblichen Grippeepidemien, die insbesondere kleine Kinder und alte Leute sehr stark betrifft, und ist also die Sterberate sehr hoch, hat es hier einen intermediären Sterberatenpeak gegeben bei Leuten in ihrer Jugend. Und das ist also sehr ungewöhnlich gewesen. Und man hat lange, das ist ein Fakt, den man schon sehr lange kennt, und man glaubt heute, und es gibt da recht gute Ideen darüber, dass das letztlich Leute sind, die damit geschlagen waren, dass ihr Immunsystem noch zu gut funktioniert hat. Das ist offenbar, ich kann leider aus Zeitgründen nicht so näher darauf eingehen, dass offenbar hier eine hohe Mortalität dadurch zustande kam, dass das sehr gut funktionierende Immunsystem so viele Schäden im Organismus verursacht hat, durch Dinge wie
zum Beispiel gibt es Begriffe, die heißen Zytokinsturm, das klingt schon so militärisch, dass also die Sterberate unter dieser Gruppe sehr hoch war, während die etwas älteren unter den Betroffenen das Immunsystem schon nicht mehr so akut gut funktioniert hat und dass sie offenbar in diesem Schicksal besser entgangen sind. Das heißt, das ist also eine der Dinge, die im Immunsystem eine Rolle spielen und wir wissen das heute zum Beispiel, Sie kennen das und wenn Sie wissenschaftliche Probleme verfolgen, natürlich auf jeden Fall. Eines der Probleme, die im gewissen Sinne auch im Zusammenhang damit stehen, sind Fragen von Sepsis zum Beispiel, was also eine sehr wichtige Todesursache im Krankenhaus ist. Wie bitte? Deutsches Wort Blutvergiftung. Blutvergiftung, das ist genau das. Genau. Und nur ganz kurz, um Ihnen, das ist natürlich, und vielleicht haben Sie auch aufgemerkt schon, als ich die Gedichtsekte erzählt habe, ist natürlich, wirft, was ich Ihnen erklärt habe, ist irgendwie natürlich ein bisschen eine Scheinerklärung, weil wir gerade gesagt haben, wir haben so viele verschiedene Antikörper oder T-Zell-Rezeptoren, dass wir auch Antigene erkennen können, die wir evolutionär nie gesehen haben, nämlich HIV, zum Beispiel Proteine von HIV. Ja, warum erkennen wir dann nicht die Proteine unseres eigenen Körpers? Ja? Es muss auch dann Immunzellen geben, die reaktiv sind auf die Proteine unseres eigenen Körpers. Das ist sehr lange in der Geschichte der Immunologie debattiert worden. Heute kennen wir ein ganzes Stück der Lösung. Es gibt die tatsächlich. Das sind sehr viele. Und der Körper hat bestimmte Mechanismen entwickelt, um mit diesen Dingen klarzukommen. Ich will Ihnen nur ganz kurz einen zeigen, weil er also eine akute Verbindung zu Heidelberg hat, die Sie gleich sehen werden. Das ist die Frage, wie lernt das Immunsystem einerseits fremd zu erkennen, andererseits aber tolerant gegen eigene Proteine zu bleiben. Und die Lösung ist recht einfach. Es deletiert einfach die T-Zellen oder die B-Zellen, die in den Entwicklungen entstehen und anfangen, auf körpereigene Proteine zu reagieren. Bei T-Zellen weiß man das sehr genau. Das passiert im Organ, wo die T-Zellen reifen. Das ist im Thymus, das ist oberhalb Kopfwärts des Herzens. Insbesondere, das ist ein sehr interessantes Organ, möchte ich jetzt nichts mehr weiter darüber sagen, aber die Hauptfunktion des Thymus ist die T-Zellreifung und ein wichtiger Aspekt der T-Zellreifung ist, dass die T-Zellen im Thymus alle möglichen Antigene sehen, die im Körper irgendwo vorkommen, alle möglichen Proteinantigene. Es gibt zum Beispiel sehr spezialisierte Proteine, zum Beispiel Insulin, wissen Sie, das Protein wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und es wird nur in der Bauchspeicheldrüse gebildet und im Thymus. Und die Funktion, es im Thymus zu bilden, ist natürlich die, es den T-Zellen zu zeigen, dass plötzlich insulinreaktive T-Zellen im Thymus aussortiert werden können. Und das ist genau das, was passiert. Und diesen Mechanismus, das ist die Verbindung zu Heidelberg, der ist tatsächlich in Heidelberg entdeckt worden von Bruno Kliewski, der noch im DKFZ ist und damals ein Mitarbeiter von Ludger Klein, inzwischen Professor in Dresden, in München. Die beiden haben zum ersten Mal verstanden, dass der Thymus ein Organ ist, was also Antigene aus allen Körperregionen den T-Zellen präsentiert. Gut, darüber springe ich jetzt mal aus Zeitgründen hinweg. Das hat interessante Ramifikationen. Das heißt, es gibt also, muss Mechanismen geben, die, mit denen das Immunsystem lernt, was es eigentlich selbst. Aber interessanterweise ist natürlich vieles von uns offenbar nicht selbst und trotzdem die ganze Zeit in uns da. Und das sind also unsere Darmbakterien und interessanterweise auch unsere Nahrung zum Beispiel und andere Dinge, mit denen wir in Kontakt kommen. Und das ist oft in der Presse, hier sehen Sie das Scientific American. Und hier am Rande möchte ich mal eine kleine Korrektur anbringen. Es wird oft eine Zahl korportiert, dass wir so viele Bakterien enthalten, 10-mal so viele Bakterien wie eigene Körperzellen. Das ist eine Übertreibung. Ein Kollege von mir, Ron Bilow, im Weizmann-Institut in Israel, hat das mal richtig nachgerechnet. Das beruht also auf einer ganz kuriosen Rechnung, die immer und immer wieder zitiert wurde. Es gibt sehr viele Bakterien, aber es gibt ungefähr so viele Bakterien wie Körperzellen. Natürlich sind die Bakterien etwas kleiner, aber wir haben nichtsdestotrotz enthalten wir sehr viele Bakterien. Auch unsere Nahrung besteht natürlich zum großen Teil aus Eiweißen. Wie kommt es, dass wir keine Immunreaktion gegen unsere Nahrung stattfinden lassen? Der Darm ist immunologisch eines der interessantesten Organe überhaupt, weil es eine wahnsinnig große Kontaktfläche darstellt mit unserer Umgebung. Natürlich Umgebung, die wir nicht sehen in der Regel, aber eine ganz wichtige Umgebung. Und der Darm ist voller Immunzellen. Ja. Und die Immunzellen des Darms sitzen da und nehmen permanent den Darminhalt wahr. Also es ist nicht so, dass sie sozusagen ignorieren, was im Darm passieren würde. Es ist offenbar eine ganz wichtige Grenze zur Außenwelt, wo viele schlimme Dinge potenziell passieren können. Und der Darm ist das Organ mit der höchsten Anreicherung von spezifischen Immunzellen überhaupt. Trotzdem ist im gesunden Menschen
gibt es im Darm keine Immunreaktion, keine adaptiven angepassten, also keine Immunreaktion mit T- und B-Zellen. Wie kommt es zustande? Wir wissen es nicht vollständig, aber es gibt ein paar ganz interessante Befunde und die hängen damit zusammen, dass wir inzwischen auch verstehen, dass einige von den T-Zellen, uns offenbar sehr viele sogar, und möglicherweise auch einige von den B-Zellen nicht die Funktion haben, sich zu vermehren und Immunreaktionen zu unterstützen, sondern im Gegenteil genau diesen Prozess zu hemmen. Die heißen regulatorische T-Zellen. Es gibt also einige von diesen Zellen, die sind darauf spezialisiert, das zu hemmen. Und es gab gerade jüngst eine sehr interessante Publikation, die man leicht verstehen kann. Ich kann es auch kurz vortragen. Wenn man zum Beispiel Mäuse nimmt und sie normal ernährt, mit einer ganz normalen Ernährung, was Mäuse so essen, und ihnen dann Hühnereiweiß füttert, und vorher hat man sichergestellt, dass diese Mäuse T-Zellen haben, die Hühnereiweiß wahrnehmen können. Das ist also ein mögliches Antigen, dann passiert da gar nichts, die vertragen das vollkommen, verdauen das, die sind also absolut glücklich. Wenn man was Eigenartiges macht, man füttert die Mäuse nicht mit normaler Nahrung, sondern mit den Nahrungsbestandteilen, die sind also genauso gut genährt wie die anderen Mäuse, es gibt keine Unterschiede, die sind happy normalerweise und so weiter. Und bringt ihnen dann Hühnereiweiß in sie ein. Was dann passiert ist, dass sie eine ganz starke Nahrungsmittelallergie bekommen. Das heißt, irgendwas fehlt den Mäusen im Darm und was ihnen fehlt, sind regulatorische T-Zellen. Und diese sogenannten regulatorischen T-Zellen, die permanent die Immunreaktion inhibieren, müssen offenbar dadurch trainiert werden, dass ihnen permanent normale Nahrung dem Darm zugeführt wird. Und das gilt in einem gewissen Maße wahrscheinlich auch für Allergien, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Okay. Ich will Ihre Zeit hier nicht missbrauchen, das lassen wir mal weg. Es gibt natürlich ein ganz interessantes Kapitel, was ich jetzt leider aus Zeitgründen weglassen muss, was damit zu tun hat, dass wir interessanterweise im gewissen Sinne, nach den Ansagen, die ich Ihnen dargetragen habe, unseren Darmbakterien näher sind als eine beliebigen unserer Mitmenschen von der Sicht des Immunsystems. Und das kennen Sie natürlich auch aus der allgemeinen Kenntnis. Wir können nicht ohne weiteres ein Organ transplantieren in einen beliebigen Empfänger. Ja, also Sie können zum Beispiel, jemand braucht eine Niere, Ihr Freund braucht eine Niere, dem können Sie im Allgemeinen keine Niere spenden. Und das liegt daran, dass das Immunsystem auch ganz sensibel reagiert auf Material, was zwar vom Menschen kommt, was eigentlich uns sehr eigen aussieht, aber von einem anderen Individuum. Und im gewissen Sinne ist sozusagen, sind unsere Darmbakterien uns viel näher immunologisch als zum Beispiel eine Niere von einem beliebigen anderen Menschen. Das ist auch eine sehr interessante Sache, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen kann. Ganz zum Schluss, nur noch zwei Slides, möchte ich Ihnen etwas über Immunsystem, ich habe jetzt auch über die Partnerschaft nichts gesagt, aber vielleicht wollen Sie mich auch fragen, über Immunsystem und Krebs. Das ist eine hochspannende Entwicklung in der jüngsten Zeit. Und hier stellen wir fest, dass Krebs beruht in vielen Fällen, und zwar in den meisten, die wir kennen, es gibt dann auch durch Viren natürlich erzeugt werden, aber auch Genmutationen. Das heißt also, Krebszellen produzieren Eiweiße, die sind anders als körpereigene Eiweiße. Im Prinzip könnte das Immunsystem diese Eiweiße wahrnehmen. Es gibt sehr lange die Vermutung, dass es das macht, und inzwischen wissen wir, das ist tatsächlich der Fall. Aber der Krebs wächst trotzdem, weil das Immunsystem aus Gründen, die wir auch nicht ganz genau verstehen, aber wir sehen die Auswirkungen davon, permanent gehemmt werden. Und wahrscheinlich schaffen die Krebszellen das auf eine bestimmte Art, diese Immunreaktion zu unterdrücken. Und das bringt natürlich sofort die Medizin auf eine Idee, wenn man mit diesem Unterdrückungsmechanismus interferieren könnte, das heißt also eine Immuntherapie machen kann, die diesen Block aushebelt, dann müssten die Immunreaktionen, die also natürlicherweise gegen Krebszellen stattfinden, Krebs tatsächlich umbringen. Und das Überraschende und im gewissen Sinne schon fast Beglückende ist, das funktioniert tatsächlich. Und das wissen wir seit etwa 5 Jahren. Und es ist also eines der sich am rapidesten entwickelnden Gebiete. Und ganz zum Schluss will ich Ihnen noch eine ganz kurze Vorstellung davon vermitteln, wo wir da ungefähr stehen. Das sind also relativ frühe Untersuchungen, die sind am schwarzen Hautkrebs, am malignen Melanom durchgeführt worden. Und beachten Sie bitte, dass Patienten, die in diese Gruppen eingehen, im Wesentlichen austherapiert sind. Die sind durch klassische Therapieverfahren nicht mehr weiter behandelbar. Und was man hier also sieht, das ist das sogenannte Complete Remission, das ist also vollständiges Verschwinden des Tumors. Und das sind die Zeiträume, über die man die verfolgt hat. Das sind also viele Jahre, bis zu sieben, acht Jahren. Und beachten Sie, das sind metastasierte Tumoren gewesen, in denen also klassische Behandlungen praktisch versagen häufig. Und man sieht hier die Erfolgsraten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man die Immuntherapie durchgeführt hat. Die liegen dann zwischen 10% und 40%. Das sind also sehr ermutigende Befunde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich noch sehr viel Spielraum. Also man würde natürlich hier gerne eine Zahl sehen, die sehr nah
bei 100% liegt. Und da müssen wir aber natürlich noch sehr viel weiter forschen. Ganz kurz, kleines Resümee. Also Fremd- und Selbstimmunsystem sind interessante Metaphern. Einige Aspekte muss ich leider ein bisschen überspringen. Möglicherweise sind es gar nicht ganz die richtigen Metaphern, weil genau zum Beispiel der Fakt besteht, dass wir also sehr viel sensibler reagieren auf Gewebe von anderen Menschen als zum Beispiel auf unsere eigenen Bakterien. Die sind also sehr viel näher. Beachten Sie das auch, wenn Sie Ihre Desinfektionsmittel im Haushalt anwenden. Seien Sie nicht zu generös damit. Die Bakterien sind uns durchaus vertraut. Natürlich müssen wir auch damit umgehen, und das sehen wir, denke ich, in unserer Entwicklungsgesellschaft sehr stark, dass das Immunsystem eine lange evolutionäre Geschichte hat. Und das ist angepasst auf eine Situation, wo wir sehr viel mehr Krankheitserregern ausgesetzt waren, sehr viel häufiger, als es heute in entwickelten Ländern der Fall ist. Und auch das hat interessante Auswirkungen natürlich, die sehr viel diskutiert werden. Eine Frage ist ja zum Beispiel, kommt der wahnsinnige Anstieg von Allergien zum Beispiel in entwickelten Ländern her? Was ich Ihnen auch sicher kurz noch vermitteln konnte, war zum Schluss, ist, dass die immunologische Forschung ist ganz grundlegend und ganz spannend für die Medizin. Und ganz im Gegenteil ganz im Gegensatz zu der Idee, dass man denkt, das ist ein abgeschlossenes Gebiet, wollte ich Ihnen auch ein bisschen vermitteln, dass, obwohl wir sehr viel wissen, ganz fundamentale Probleme, die auch mit dieser Frage fremd selbst natürlich zusammenhängen, heute ungelöst sind und wir da natürlich sehr intensiv an dieser Lösung arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.